Ein Riss oder eine offene Wunde in der Haut um den Anus herum kann bei einem Stuhlgang brennende und scharfe Schmerzen verursachen. Dies wird als Rektal- oder Analfissur bezeichnet. Menschen, die an Verstopfung leiden, haben ein höheres Risiko, an diesem Problem zu leiden. Denn harte oder dicke Stuhlgänge können die Auskleidung des Anus reizen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie anhaltender Durchfall, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Überanstrengung bei der Geburt, enge Schließmuskeln und in seltenen Fällen eine sexuell übertragbare Infektion wie Syphilis oder Herpes. Die häufigsten Symptome sind Juckreiz, gefolgt von starken Schmerzen oder Blutungen beim Stuhlgang. Die meisten Menschen beobachten hellrotes Blut, entweder im Stuhl oder auf dem Toilettenpapier. Diese unangenehmen Empfindungen können beängstigend sein. Es gibt jedoch ein paar Hausmittel, die du benutzen kannst, um Schmerzen zu lindern und deine Analfissuren innerhalb weniger Tage bis zu einer Woche zu heilen. Wenn diese nicht innerhalb von ein paar Wochen heilen, suche einen Arzt auf. Hier sind 10 natürliche Hausmittel gegen eine Analfissur. Nummer 1. Olivenöl. Olivenöl ist reich an gesunden Fetten, die den Verdauungstrakt schmieren und den Stuhl leicht passieren lassen. Darüber hinaus können seine entzündungshemmenden Eigenschaften dazu beitragen, die durch Analfissuren verursachten Schmerzen zu lindern. Mische die gleichen Mengen Olivenöl, Honig und Bienenwachs in einer Schüssel. In der Mikrowelle erwärmen, bis das Bienenwachs vollständig geschmolzen ist. Abkühlen lassen und auf die betroffene Stelle auftragen. Mehrmals täglich wiederholen. Nummer 2. Aloe Vera. Aloe Vera hat natürliche Heilkräfte und schmerzlindernde Eigenschaften, die die Symptome einer Analfissur lindern und helfen können, geschädigtes Hautgewebe zu reparieren. Eine Studie ergab, dass eine topische Creme mit Aloe Vera Saft eine wirksame Behandlung für chronische Analfissuren ist. Schneide ein Blatt einer Aloe Vera Pflanze ab. In Längsrichtung schneiden und das Gel mit einem Löffel auskratzen. Trage etwas von diesem Gel auf die betroffene Stelle auf. Tue dies einige Male am Tag. Nummer 3. Heißes Sitzbad. Um die Beschwerden zu lindern und die Heilung zu fördern, solltest du ein heißes Sitzbad nehmen. Es wird dazu beitragen, die Durchblutung des Analbereiches zu erhöhen, was die Heilung kleinerer Risse beschleunigt oder Risse im Gewebe heilt. Es hilft auch, Schmerzen, Schwellungen und Juckreiz zu lindern. Fülle eine große Badewanne mit warmem Wasser. Einige Tropfen ätherisches Lavendelöl hinzufügen und gut umrühren. Setze dich für 15 bis 20 Minuten bis zur Taille in die Badewanne. Dieses Sitzbad 2 bis 3 Mal täglich anwenden. Nummer 4. Beinwell. Beinwell ist ein beliebtes Kraut, das die Heilung fördert und die Schmerzen bei einer Analfissur lindert. Sowohl die Wurzel als auch die Blätter haben medizinische Eigenschaften, die das Hautgewebe regenerieren und schnelles Zellwachstum fördern. Dies beschleunigt den Heilprozess. Füge 1 Esslöffel getrocknetes Beinwell zu 1 Tasse heißem Wasser hinzu. Zudecken und 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Abseihen und abkühlen lassen. Verwende dieses Mittel, um die betroffene Stelle 2 bis 3 Mal täglich zu reinigen. Außerdem kannst du warmen Beinwelltee als Kompresse für den betroffenen Bereich verwenden. Nummer 5. Kokosöl. Kokosöl ist ein weiteres hilfreiches Hausmittel bei einer Analfissur. Kokosöl dringt leicht in die Haut ein, hält die betroffene Stelle feucht und startet den Heilungsprozess. Kokosöl 2 bis 3 Mal täglich auf den After auftragen. Bei chronischen Analfissuren kann dies auch öfters durchgeführt werden. Wenn du unter Verstopfung oder anderen Verdauungsproblemen leidest, versuche Kokosöl deiner Ernährung hinzuzufügen. Nummer 6. L-Arginin-Gel. Arginin, auch bekannt als L-Arginin, ist eine Aminosäure, die die Heilung einer Analfissur fördert, indem sie den Stickstoffoxidfluss zur betroffenen Stelle erhöht. Eine Studie ergab, dass die lokale Anwendung von L-Arginin-Gel die Heilung von Fissuren ohne Nebenwirkungen fördert. Trage das rezeptfreie L-Arginin-Gel einige Male täglich auf die betroffene Stelle auf. Nummer 7. Apfelessig. Verstopfungen und Überanstrengungen beim Stuhlgang können Analfissuren verursachen oder verschlimmern. Apfelessig ist eine wirksame Behandlung bei Verstopfung. Das Pektin im Apfelessig verbessert die Verdauung und fördert den Stuhlgang.
Mische 1 bis 2 Esslöffel rohen, ungefilterten Apfelessig in einem Glas Wasser. Gib etwas rohen Honig dazu. Zweimal täglich trinken. Nummer 8. Leinsamen. Leinsamen enthalten Ballaststoffe und Omega-3-Fettsäuren, die bei Verstopfungen helfen können. Die Samen haben eine abführende Wirkung, die die Belastung während des Stuhlgangs erleichtert. Mische 1 Esslöffel Leinsamenpulver in einem Glas Wasser. Täglich vor dem Schlafengehen trinken. Das reguliert den Stuhlgang. Du kannst auch geschrotete Leinsamen in deinem Joghurt oder Smoothie hinzufügen. Nummer 9. Ballaststoffe. Eine ballaststoffreiche Ernährung fördert den regelmäßigen Stuhlgang. Eine regelmäßige Ballaststoffzufuhr führt zu weicherem Stuhlgang, der problemlos durchgelassen werden kann, sodass du während des Stuhlgangs nicht zu viel Druck ausüben musst. Auf diese Weise wird eine Beschädigung der Schleimhaut vermieden. Nimm ballaststoffreiche Lebensmittel wie Quinoa, Haferflocken, Pflaumen, Hülsenfrüchte, Spinat, Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne in deine Ernährung auf. Nummer 10. Hygiene. Um die Heilung einer Analfissur zu fördern, ist es wichtig, die richtige Hygiene einzuhalten. Zudem solltest du den betroffenen Bereich sauber und trocken halten, da Feuchtigkeit das Risiko von bakteriellen Infektionen erhöhen kann. Nach jedem Stuhlgang den Bereich mit weichem Toilettenpapier abwischen. Du solltest keine rauen und duftenden Toilettenpapiere verwenden, da diese zu Irritationen führen können. Nach dem Bad vorsichtig etwas Babypuder um die betroffene Stelle tupfen, um sie trocken zu halten. Trage locker sitzende Kleidung und Baumwollunterwäsche, damit die Luft zirkulieren kann. Bleib nicht zu lange in der gleichen Position sitzen, da dies zu einem Feuchtigkeitsaufbau im Analbereich führen kann. Kennst du noch andere Hausmittel gegen eine Analfissur? Schreib sie uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.